Vielleicht erinnern Sie sich Ihrer Empfindungen und Ihrer Gedanken, als ich vor der Pause von dem Grabhügel sprach, wie wir, was der Leib, welchen Anteil der Leib an der Person hat und was Tod und Leben ist. Was meinen Sie, wie können wir diesen Eindruck, diese Empfindungen und Gedanken, wie können wir die unterscheiden, die einem dabei kommen? Ist es nicht so, dass man in seinem Geiste sagt, wenn, soweit man hier in dem Seminar gefolgt ist, ja, das stimmt ja auch, im Geiste denkt man so, ja, das stimmt ja auch, die Person ist ja gar nicht dadurch, sie ist aus dem Auto ausgestiegen, seelisch und auch geistig geht bei der Person ja alles weiter. Und wie sie bisher gelebt hat, so lebt sie weiter. Da ist nur die Hülle in dem Grab, da ist gar nichts Wesentliches. Das ist in so etwa, denkt der Geist, und aber das Gefühl ist nicht so, dass jeder hat seine Assoziationen, wenn er Grab hört. Jeder hat ja schon mal Liebe zum Friedhof gebracht oder meinte, er hätte sie zum Friedhof gebracht und so. Und wir haben in Bezug auf Grab doch ganz andere Gefühlsbindungen als unser Geist heute sie für berechtigt hält. Oder? Wer wirklich, also wer solche Menschen, die ihn sehr lieb waren, wir sind ja alle noch nicht so, noch keine Heiligen, wir haben eben Menschen lieb. Und auch sogar die ganz unabhängig von der geschlechtlichen Liebe, sogar wenn die gar keine Rolle spielt, einfach das Hängen an Menschen, in dem Sinne, wie wir es vor 3 Tagen abends gelesen haben, was einem lieb ist, der Vater, der sein Söhnchen verliert. In dem Sinne haben wir alle oder haben viele, auch von uns, andere Menschen lieb. Und soweit sie solche schon verloren haben, da, ob da nicht in dem Maße nun eine Bindung zu dem Friedhof, zu der Stätte gekommen ist. Ich glaube, wir kennen das alle, wo zum ersten Mal ein Lieber von uns zum Friedhof gekommen ist. Von da an haben wir einen Bezug zu dem Friedhof. Vorher war der für uns nicht der Mühe wert. Es ist beinahe so, wie wenn der Liebe nur umgezogen wäre von der Wohnung, wie man ja auch, wenn einer, der uns lieb ist, von einer Wohnung zu einer anderen umzieht, dann hat die neue Wohnung jetzt für uns Bedeutung. Und wenn nun einer beerdigt wird und geht zum Frieden, kommt zum Friedhof, also der Leib, aber weil wir mit dem Körper, in Verbindung mit dem Körper, immer unsere Liebe gedacht hatten, also wenn wir an den Lieben dachten, dann sahen wir sein Gesicht und so weiter. Und überhaupt alles, was von ihm hervorging, auch an Geistigem und an Seelischem, trat ja durch den Körper für uns in Erscheinung. Und so war für uns der Liebe eigentlich der Körper. Der Körper war sicher, wir wussten, der ist im Charakter, sagt er mir zu, oder in seinem Geiste oder was es auch sei, aber am Körper zeigte es sich. Und so war das Bild, war immer, das Bild spielt eine große Rolle in Bezug auf den Lieben. Und dieses Bild sahen wir dann stumm da liegen, unbeweglich da liegen. Und wurde in den Sarg gelegt und wurde zum Friedhof gebracht. Und die Bindungen, die wir immer mit dem Bild hatten, die wandern nun Richtung Friedhof. Das geht gar nicht anders. Also da sehen wir, dass in uns jetzt zum Teil durch das Seminar und zum Teil auch, wie es sonst schon wusste, eine Diskrepanz ist, eine Zwiespältigkeit. Unser Gemüt hat noch nach wie vor diese Bindungen, das ist ganz klar. Am Herzen, den Trieben, ändert sich so schnell nichts. Aber unser Geist hält heute diese Blickrichtung zum Friedhof für irrig, für falsch und hat eine andere Blickrichtung und sagt, er ist ja da, wohin er gehört.
Und er hatte ja, dann wird man aus Wohlwollen, wird man sich hauptsächlich seiner guten Seiten erinnern. Das soll man überhaupt vorwiegend und eigentlich nur. Man soll gar nicht an die negativen Seiten von Wesen denken, sondern immer nur an die guten Seiten. An diese denkt man und hat dann so dann würden wir heute vom Geiste aus, würden wir anders denken, in andere Richtungen. Aber die sind uns nicht so plastisch wie der Friedhof. Wenn von Himmeln die Rede ist, nicht wahr, von Dasein, jenseitigen Daseinsformen, da haben wir nicht solche bildhaften Eindrücke wie vom Friedhof, den wir ja richtig sehen und wo wir bei der Beerdigung dabei waren. Das kann uns keiner ausreden, dass der zum Friedhof gekommen ist, also der Leib. Das ist jetzt die Korrektur, die wir nachträglich bringen, der Leib. Und dann wissen wir, das andere ist ja irgendwohin, dahin, wohin er gehört, aber davon haben wir kein Bild. Also nur mal dass er den einen wichtigen Unterschied. Unser Geist sieht jetzt ein, der, den ich lieb habe, der ist nicht da in der Erde, sondern da ist nur das bewegte Werkzeug. Er ist woanders. Das sagt unser Geist, aber nur dann, wenn es ihm gerade zur Verfügung steht. Sobald wieder das Gemüt bewegt ist und die Trauer in uns ist oder Wehmut in uns ist, dann geht es immer wieder so, dann sehen wir das Gesicht und dann sehen wir noch das letzte Gesicht, wie wir Abschied genommen haben, so wird es ja ausgedrückt. Dabei haben wir nur Abschied von der Schale genommen und der Verabschiedete, der stand vielleicht im Geiste dabei und fasst uns auf die Schulter und sagt, Junge, mach doch nicht so einen Blödsinn, ich bin doch hier, was willst du denn da mit der Geschichte? Ich habe das ja früher auch nicht gewusst, jetzt erlebe ich es aber und so weiter. Aber das alles nehmen wir nicht wahr. Also solche Einsichten, die wir hier in den Geist aufnehmen, sind noch nicht die Hälfte von dem, was sein müsste. Nicht wahr? Unser Gemüt, unser Herz, unsere Neigungen sind noch die alten. Nur von jetzt an werden wir, wenn unsere Herzensneigungen wieder aufkommen, die sich dahin wenden wollen, werden wir sie allmählich korrigieren, werden immer wieder ihnen zusprechen, das ist ja Unsinn. Gott sei Dank, der liegt da nicht, Gott sei Dank, sage ich schon, dem Buddha sei Dank, er liegt da nicht im Verwesen oder so, sondern so, diese Charakterseiten, die wir da sahen, die sich an ihm wirkten, das sind doch Kräfte, das weiß ich jetzt, die haben ja gar nichts mit dem Physischen zu tun gehabt. Das Werkzeug wurde nur ernährt, damit ihm das Werkzeug zur Verfügung stand zum Tun, aber die Kräfte sind fixiert in diesem Spannungsleib. Und der gerade hat mit Geburt und Tod gar nichts zu tun. Der wird durch geistiges Denken, durch Bezug schaffendes Denken kommen die Bezüge und durch Bezug lösendes Denken gehen die Bezüge. Die ganze Person, denken, fühlen, handeln, wollen, wissen, alles das ist beisammen, ist nach wie vor. Ein grobes zusätzliches Werkzeug ist nicht da. Damit, das tut uns, unserem Gemüt tut es fast etwas weh, wenn wir diese Wahrheit bedenken. Mindestens ist es nach zweierlei. Ich glaube, das können wir alle verstehen. Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie kann man am Jenseitigen, wie ich das mit meinem Gemüt jetzt finde, die Leere noch hinterher schicken? Das ist doch jetzt das Bedürfnis, wenn man nicht mehr Friedhof denkt, sondern das Jenseitige. Ja. Kann man so etwas? Das kann man, ja. Wir kommen noch in die, heute und auch morgen zu, dies ist die Einleitung dazu, dass wir zum praktischen Tun im Leben sprechen. Sollte es mal nicht rankommen, dann bringen Sie es nochmal vor. Ja? Jetzt wollen wir nur mal jetzt, dass wir den Übergang haben. Also wir merken, das Wissen, was wir jetzt uns erarbeitet haben, ist nur der allererste Ansatzpunkt. Es kommt ein Samenkorn in die Erde. Aber das ist immer noch nur ein Samenkorn. Es hat noch keine Wurzeln ausgestreckt. Das heißt, das Wissen hat sich noch nicht in unserem Geist verwurzelt, verankert, hat noch nicht unsere Irrtümer korrigiert, durchsetzt, ausgerodet, ausradiert und sich breit gemacht in allen Gedanken und so weiter. Das ist der eigentliche Prozess, um den es geht. Und das ist jetzt, aus Nichtwissen ist Wissen gekommen, also graduell, unser Weltbild ist verbessert worden, aber jetzt kommt die sprachliche, weltbildbedingte Erwägung. Jetzt fängt es bei uns an, dass wir in diesem Sinne auch
möglichst ja anders erwägen. Wenn jetzt unsere alten Gedanken kommen, weil der Geist ja noch sonst der alte ist, es sind nur neue Daten noch dazugekommen, aber die ganzen Assoziationen laufen in der alten Form. Und so kommt sofort, der ist gestorben. Ach, wann wird er beerdigt? Und wann wird er beerdigt? Ich glaube, dieses. Das läuft ja doch so. Und dann, ja, das letzte Geleit wollen wir ihm geben. Und was man sonst noch alles so in Bezug auf ihn denkt. Und gerade was alles wirklich ist, das bedenkt man nicht. Wohin mag er gegangen sein? Diese Frage kommt erst auf, wenn wir uns aufrufen. Wie ist es denn überhaupt mit ihm? Wenn wir uns gehen lassen in dem alten Geistestrott, ja, dann war dieses hier umsonst. Wenn wir aber mal so dann zur Ruhe kommen, wie war das denn? Ach ja. Also angenommen, vorausgesetzt, dass wir dies jetzt hier so erkannt haben, dass es so ist, das ist natürlich Voraussetzung. Dann aber geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass uns der wahre, der richtigere Anblick, dass der uns auch praktisch nun mehr und mehr zur Verfügung steht und unser irriges Denken immer mehr durchsetzt und korrigiert. Und das sehen wir ist mindestens so wichtig wie die Anreichung der Wahrheit. Und der Erwachte sagt in seiner Einladung, ich habe sie ja schon öfter zitiert, willkommen sei mir ein verständiger Mann, ein offener, ehrlicher, gerader Mensch. Und nun sagt er zwei Dinge. Ich leite ihn an. Ich lege die Wahrheit ihm dar. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist das Darlegen der Wahrheit, das Zweite. Das Erste, was hier steht, ich leite ihn an, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Nur die Wahrheit, Weltbildkorrektur. Leite ihn an. Ich lege die Wahrheit ihm dar. Und nun heißt es jetzt, nicht der Wahrheit Folge leistend, sondern der Anleitung Folge leistend, wird er in gar kurzer Zeit selber merken, selber sehen. Und so wird man dann wahrlich von der Fessel befreit, nämlich von der Fessel des Nichtwissens. Also, diese Wahrheitsmitteilung, die wir hier haben, diese rein intellektuelle Übertragung des Wissens des Erwachten durch irgendwelche Medien auf uns alle, durch die Bücher und so weiter, auf uns alle. Diese Übertragung ist nur, dass Wahrheit in den Geist kommt. Aber dann gibt der Erwachte Anleitung, was zu tun ist. Und das ist das viel Wichtigere. Nur wer der Anleitung Folge leistet, verspricht der Erwachte ausdrücklich, nicht wer die Wahrheit einmal so gehört hat oder öfter gehört hat, sondern der Anleitung Folge leistend wird man in kurzer Zeit selber merken. Die Anreichung der Wahrheit ist sozusagen das Hinwerfen des Samenkorns. Aber erst wer der Anleitung Folge leistet, das ist der fruchtbare Boden, der nun sich mit dem Samen verbindet, mit dem der Samenkorn sich verbinden kann. Und nun kann es sich ausbreiten. Wir wissen ja, wie der ganze Geist durchsetzt wird von unseren Weltbildern, in den gesamten Assoziationsnexus und so weiter. Darum geht es jetzt ganz entscheidend, dass wir die richtige Anleitung gewinnen und dass wir der Folge leisten. Und da sind es drei Dinge, durch die man nur dieses, was wir bis jetzt gehört und betrachtet haben, fruchtbar machen kann. Wenn wir das uns näher betrachten und in diesen Tagen auch schon etwas versuchen, einen Eingang zu finden. Das Erste ist immer weisheitliche Betrachtung. Das heißt, bei sich selber, aufgrund seiner Notizen und aufgrund von verschiedenen, die ich noch nennen will, dafür sorgen, dass man die Wahrheit, die man hier so nur gehört hat, sich immer inniger einarbeitet. Weisheitliche Betrachtung. Im Anfang geschieht das vorwiegend in festgesetzten Stunden sozusagen, dass man sagt, ich will mal wieder das lesen und so weiter. Aber allmählich geschieht es auch in den Gedanken. Wenn ich erwäge, was will ich? Ich will die Tante so und so besuchen. Ach ja, die ist so und so. Und dann fällt einem schon das Richtigere ein. Da sagt man, ja, richtig.
ich will da nicht stoßen an ihren Eigenheiten und so weiter. Das ist, ich habe meine Eigenheiten. Jeder hat ja die, die sein Milieu ihm eingeprägt hat. Und wie sein Nichtwissen ist, so muss ja die Psyche sein, das weiß ich ja jetzt. Ich kann ihr nur helfen, erstens, dass ich still hinnehme, was an Unangenehmen kommt. Und dass ich Verständnis für sie habe. Und vielleicht kann ich ihr sogar etwas Wahrheit vermitteln, dass sie etwas irgendwie sieht. So, das kommt allmählich von selber in einem Menschen auf, dass er bei den einzelnen Situationen seine weisheitliche Betrachtung pflegt. Also weisheitliche Betrachtung, das heißt die Erarbeitung und Einpflanzung des Gelernten oder des Anerkannten in den Geist immer mehr, dass er unser Denken mehr und mehr durchsetze. Und da gibt es mancherlei Mittel. Also einmal Lesen der Lehrreden. Das ist besonders wichtig. Aber da ist ja leider mit den Übersetzungen ist es nicht so leicht. Aber Sie haben ja, ich habe ja hier öfter erwähnt, dass die Übersetzer das meistens so und so übersetzen und dass wir es hier mit den und den Begriffen genannt haben. Und wer da sich darum bemüht, kann allmählich immer besser auch diese Übersetzungen verstehen und weiß dann schon, was dahinter steht. Also Lehrreden lesen und auch Wissen und Wandel lesen, worin ja die Lehrreden erläutert werden. Und wenn Sie gemerkt haben, dass ein solches Seminar mit der Stimme und mit Ihren Beiträgen und so weiter, mit allem zusammen Ihnen besonders geholfen hat, dann haben Sie die Möglichkeit, durch Tonbänder das Seminar beliebig oft wiederzuhören. Und was sehr wichtig ist, was Sie hier nicht können, wenn Sie beim, da ein Satz ist, den Sie, wo Sie noch länger drüber nachdenken müssen, das Tonband können Sie dann abstellen und können ruhig nochmal nachdenken und können nochmal zurückspulen ein Stück und das nochmal hören. Das wird, aber gerade nachdem Sie es originär erstmal gehört haben, hier richtig miterlebt haben, ist jetzt die Wiederholung, werden Sie merken, ist sehr fruchtbar für Sie. Und Sie werden merken, dass die Hälfte, beinahe die Hälfte von dem, was hier ist, hören Sie auch vom Tonband wie ganz neu, wie zum ersten Mal. Sie konnten gar nicht, besonders die Neuen unter Ihnen, konnten gar nicht das alles aufnehmen, wie es hier so, wie es hier weggeht. Das ist einfach so. Also lesen, Lehrreden, entsprechende Werke, Bücher und Wissen und Wandel und Tonbänder hören ist eine Weise. Dann aber, wir leben in Auseinandersetzung mit dem Du. Darum ist es wichtig, auch mit Freunden, gleichgesinnten Freunden darüber sprechen. Und fällt das nicht so leicht, weil man alleine wohnt, dann eben doch vielleicht Briefe wechseln, Gedankenaustausch pflegen. Es sind viele Freunde, besonders unter denen, die schon länger bei der Lehre sind, die haben sich hier kennengelernt und Kontakt geschlossen oder einfach vereinbart, dass sie miteinander mal über diese und jene Probleme schreiben. Und manches ist wieder eingeschlafen davon, anderes ist, hat sich weiterbelebt und hat gute Wirkungen gehabt. Natürlich muss man immer wieder Acht geben, auch beim Schreiben, dass man bei dieser Sache bleibt, um deren Willen man ja schreiben will oder vorwiegend bei dieser Sache bleibt. Also im Kontakt mit anderen diese Dinge wieder aussprechen und so weiter. Und dann natürlich auch für sich selber drüber nachdenken. Ganz in aller Ruhe, dass man nicht krampfhaft oder so sich ruhig so irgendwo hinsetzen, wie war das doch noch mit der Sache. Und jetzt nicht wie einer, der da zu bedauern hat und eigentlich ein Versager ist, weil er es nicht mehr weiß, das alles gar nicht, sondern das sind alles zusätzliche Gefühle, mit denen man sich nur belastet und bedrückt und verklemmt und so weiter. Man sagt einfach, was ich noch nicht weiß oder nicht mehr ganz weiß, das will ich mir wiederholen. Wie war das? Und dann ruhig darüber nachdenken. Nicht gleich schon wieder über Bücher gehen und so weiter, sondern erstmal bei sich im Geiste ein Vakuum herstellen. Also überlegen, wie war es noch mit dem und dem Zusammenhang? Und erstmal selber versuchen, es zu finden. Und dann kommt man teils an Richtiges, teils an Falsches und zum Teil ist man unbefriedigt, weil man sagt, da war noch mehr, aber das fällt mir nicht mehr ein. Und mit der Vorbereitung, wenn man dann liest oder die Tonbänder wieder hört, das ist die beste Vorbereitung. Dann geht es ganz anders ein, als wenn man nur einfach so, sagen wir, regelmäßig täglich eine Stunde Tonband hört. Und doch ist das besser, als es nicht zu tun.
Das ist also, das alles gehört zur weisheitlichen Betrachtung. Dass man die angereichte Wahrheit jetzt in seinen Geist hinein verarbeitet. Das zweite ist, was wir einfach nennen, Nächstenliebe üben. Also nur so als Begriff. Und das bedeutet, gerade da jetzt da ja alles, was wir tun, von der Weisheit, von dem rechten Wissen gelenkt werden soll, so soll das keine einfach sich aufdrängende Nächstenliebe sein, sondern wir entwickeln ja jetzt Verständnis für den anderen. Wir haben ja Verständnis für uns gewonnen. Wir merken ja, wie es mit uns ist, dass wir ja so denken müssen, so fühlen müssen, wie wir denken und müssen, weil das und das bisher so reingekommen ist, weil wir so gerollt sind durch unser bisheriges Leben. Also der andere ist so, wie er ist, weil er ja auch so gerollt ist durch sein Leben. Sein Milieu, seine Umstände haben ihn so geprägt. Was soll denn da vorwärts? Was meinen Sie, welche Vorwürfe uns alle treffen könnten von der Warte, von Gottheiten, die nur einige Grade höher sind, wie die uns alle derb, elend, so unwürdig, primitiv finden. Aber die sagen, die können ja nicht anders, die Menschen, bei dem, was da reingekommen ist und bei dem Kulturstand, in dem sie da stehen. Also so entwickeln wir, und das ist eine wichtige Übung, ohne die auch die weisheitliche Betrachtung auf die Dauer unfruchtbar bleibt. Das ist es nämlich. Dass wir jetzt auch in der Erwachte sagt, Weisheit und Tugend fördern sich nur immer gegenseitig. So wie eine Hand die andere wäscht, so kann nur immer Weisheit die Tugend fördern und Tugend die Weisheit fördern. Wir können es auch nennen, Weisheit und Tugend können wir nennen, Theorie und Praxis. So wie ich einsehe, handeln. Und wenn ich so handle, dann sammle ich unbemerkt, sammle ich erst im Bemühen der praktischen Nachfolge, sammle ich ganz viele Erfahrungen ein. Ich verstehe nun das vorher nur theoretisch Gehörte viel besser. Ach, so ist das. Ich kann Ihnen sagen, auf die Dauer erkennt man jeden Buddhisten, ob er ein Tugendhafter ist oder nicht. An seinem Reden erkennt man es. Wer Tugend übt, der sieht die ganzen, alle diese Dinge viel lebendiger, viel verzweigter und man kann das gar nicht sagen. Der hat keine Gemeinplätze mehr und all dergleichen, sondern und hat auch viel mehr Nachsicht. Er sieht ja, wie schwer es ihm fällt, sich in seinem Gehaben und in seiner Einstellung zum anderen zu verändern. Und von daher kommt ganz von selber Nachsicht auch für den anderen. Allmählich kommt man dahin, wenn man irgendjemanden kritisieren will oder irgendeine unliebe Eigenschaft sieht und schon so ein bisschen im Geiste seine Stirn runzeln will, dann fällt einem sofort, fällt man sich selber ein. Und dann sagt man, eigene Nase. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Sie können es in allen Kulturen lesen. Der vornehme Mensch kennt keine Kritik an anderen. Er sieht beim anderen nur die guten Seiten. Er sieht auch die anderen, aber er spricht das Gute an und holt sich das Gute heraus, was da ist, und das spricht er an. Ganz, ganz, das geht aber, je mehr einer so geübt ist, umso mehr geht das von selber. Wir meinen immer, man müsste einen genau kennen, wie er sei. Und was tun wir da? Wir sehen doch hauptsächlich seine Fehler. Das ist schon über 2000 Jahre bekannt. Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders und des Balken in deinem eigenen Auge wirst du nicht gewahr. Ja, Anne. Es fällt einem oft sehr schwer, die Fehler des anderen einfach zu übersehen, aber das ist ja auch gar nicht möglich. Man kann ja hinter diesen Fehler der anderen Menschen versuchen, die Not zu sehen, aus der heraus da zu diesen Ja, also noch besser ist, wenn man einen Fehler des anderen sieht, soll man sofort sorgen, bis man drei Fehler bei sich selber sieht. Es gibt keine bessere Hilfe. Denn wenn man zu schnell sehen will, dass welche Not bei dem anderen dahinter steckt, dann kann man dazu kommen, so zu einem etwas höheren Warte und sieht die Not der anderen. Man muss da Acht geben, dass man dadurch nicht unversehens sich auf einen Thron setzt, der die Not der anderen dann betrachtet. Wir haben ja selber viel Not.
selber sind wir in all den unguten Umständen drin. Es ist 10-mal besser, die Not des anderen zu sehen, als seine Fehler zu sehen. Oder wenn man seine Fehler gesehen hat, sofort zu sehen, welche, dass die Umstände so daran schuld sind. Aber noch 10-mal besser ist, wenn man bei dem Sehen eines Fehlers eines anderen sofort 3 Fehler bei sich selber sieht. Das ist einfach die Reihenfolge. Ja, Herr Schmidt. Das Kriterium der Trauer. Bitte? Das Kriterium der Trauer, das Sie vorhin erwähnten, das darf doch vielleicht noch gesagt werden, dass abgesehen von dem unmittelbaren Verlust des Betreffenden, der nicht mehr sichtbar wäre, dazu auch der soziale Rahmen gehört. Einfach entweder die Fürsorgepflicht für den Verstorbenen, oder umgekehrt die Fürsorge, die ein, der oder die Verstorbene hier im sozialen Bereich gewährte. Oder drittens die geistige, nützliche Verbindung oder Auseinandersetzung, die man mit dem Betreffenden hatte. Diese 3 Bindungen sind zunächst auch einmal unterbrochen und werden erst im Laufe der Zeit dann die Lücke entstanden war, so oder so überbrückt und geschlossen. Und was nun die uns die Lehre geben kann, betrifft, so haben wir hier auch vielleicht zu bedenken, dass wir früher in das Gefühl der Trauer vielleicht mit hineinnahmen, dass der oder die Verstorbene an manchen Möglichkeiten des Genusses auf diesem Plan, an der Erwerbung von Freuden, nun verhindert wäre, durch seinen Tod. Und nachdem wir nun um eine neue Einsicht uns bemühen, so sehen wir, dass dieses Denken überflüssig wäre. Und andererseits ersehen wir daraus, dass er nun entsprechend seinem geistig-seelischen Zuschnitt seine Erlebnisse für ihn haben wird, wie sie ihm nun adäquat, das heißt zuständig sind. Und dieses Gefühl kann unser Kirche dann besonders von dem Aspekt, das heißt also hier den gemütsmäßigen Gefühl der Trauer, befreien bzw. etwas lockern, ja, wenn wir uns sagen können, unsere Verhältnisse hier werden sich klären, wie das möglich wäre, und die Verhältnisse des anderen oder dem mir sein oder ihr Leben, das wird so weitergehen, wie es im eigenen Haushalt oder ja, das stimmt. Ja. Dass also die sinnlose Trauer oder die ausweglose Trauer, jetzt ist der Tod, nicht wahr, die fällt weg. Sondern man weiß, er hat jetzt, öffnet sich für ihn der nächste Sack seiner Taten, die er im früheren Leben getan hat. Es geht immer in diesen Kurven weiter. Jawohl. Kai, du wolltest, oder? Ja, das ist ein nettes Sprichwort, das ist etwas befreiender, finde ich, als wenn man sagt, du sollst 3 Fehler an dir selber sehen. Und zwar, du kannst ruhig Fehler an anderen sehen, aber sie gleichzeitig 10 Fehler an dir selbst. Das ist, finde ich, so ein bisschen lösender, lockerer. Aber gleichzeitig? Gleichzeitig 10 Fehler bei dir selbst. Das ist wie bei der Frau, die hier in die Häuser gehen soll, wo sie Salz holen soll, da wo noch niemand gestorben ist. Da kommt man dann selber da drauf. Ja. Durch die Fehler bei sich selbst. Ja. Und das ist, finde ich, etwas befreiender, als wenn man so immer die Drohung, aber sie auch 3 Fehler bei sich selbst kommt. Ja, ja, richtig. Also, wenn du einen Splitter im Auge des Bruders siehst, dann guck nach deinem Ball. Ja? Ja, gut. Also die Formulierung, die wollen wir gerne drin nachgeben. Herr Wassmann. Ich wollte so etwas Ähnliches sagen. Jedenfalls, man ist nur einmal angeboren. Ich habe selbst verurteilt, dass ich darum bei anderen was zu mägeln finde. Bitte? Auch? Dass ich darum was bei anderen zu mägeln finde. Irgendwelche Fehler sehen. Das ist nur eine Eigenheit von mir. Aber dann habe ich mir gedacht, ich bin und mir das angewöhnt, wenn ich. Das kann ich nicht lassen und tue es auch nicht. Aber ich fasse dann auf, das und das hast du bei dem anderen gesehen als Ungutes, aber die ist mit derselben Eigenheit bei dir selbst. Ja, das sind die immer zurück zum Schluss. Ja. Habe ich das auch, und den habe ich mal mit dem Mund. Ja.
Ja, also es gibt tausenderlei Mittel und Wege, davon abzukommen, von der Kritik des anderen. Und jeder wird die Mittel und Wege finden, die seinem Zuschnitt entsprechen. Das ist ganz klar. Wir können hier nur generell so sagen, wie es sich aus der Lehre ergibt. Aber praktisch wird jeder, ich sagte am ersten Einführungsabend, dass es um drei Dinge geht. Insgesamt geht es überhaupt nur um drei Dinge. Durch die Lehre des Erwachten lernen wir die Existenz kennen. Durch die Existenz lernen wir uns kennen, merken jetzt erst, was heil, was unheil ist und wo wir da irgendwo stehen und pendeln. Und als drittes, nachdem wir uns kennen, dann fangen wir an, uns handhaben zu lernen, um uns zum Heilen zu entwickeln. Das sind die drei Grunddinge und am Ende dieser dritten Sache sind wir heil geworden. Herr Fischer. Ich wollte nur sagen, der indische Spruch, Tattuam Asi, ist ja genau dasselbe. Der indische Spruch, wie heißt er? Tattuam Asi. Ach so, ja. Ja, das bist du, heißt es einfach. Du bist, also bei jeder Begegnung, das bist du. Praktisch ist es so, wir haben in unserem unendlichen Leben, die wir zurückgelegt haben, in allen Daseinsformen sind wir alles gewesen. Und das heißt, wer immer uns begegnet, wie immer er ist und so weiter, so sind wir auch mal gewesen. Und was heißt gewesen? Wenn wir nicht rausgehen aus dieser unendlichen Wüste, aus diesem Labyrinth, werden wir es auch wieder sein. Tattvam Asi, du bist es, das bist du. Was du auch siehst, du bist es. Auch die Mücke, die wir umbringen, auch die Fliege, die wir an der Scheibe und immer wieder rasen lassen, bis sie tot ist und so weiter. Damit ist nicht gesagt, dass man jetzt jede Fliege von der Scheibe nehme, sondern einfach, was so alles in der Welt geschieht, dass die Augen sich mal öffnen, dann sieht man viel mehr das Gerissen und Geworfensein der Wesen. Der Vogel, den wir vorgestern hier oder vor einigen Tagen hier sahen, der junge Vogel, wie viele Vögel in jedem Frühjahr fallen aus dem Nest, finden nicht zurück und das ist die Hochzeit der Katzen, das Frühjahr. Die schleichen und sträuchen herum und merken schon wieder, jetzt ist wieder allerlei zu finden. Ja, und stellen Sie sich vor, wenn der Vogel jetzt den Blick der Katze sieht und dann diese nächsten Sekunden. All das haben wir alles miterlebt, ununterbrochen. Tattvam Asi. Wenn wir das bedenken, dann gibt es gar, allmählich gibt es nicht mehr du oder ich. Das ist nur immer. Nur eben aus dem Leiden heraus. Aus dem Leiden heraus. Also wir sind noch beim zweiten Punkt, aber jetzt wollte da bitte. Ja, ich wollte nur hinzufügen, in der Lehrerbetrachtung wird ja sehr schön gesagt, überall in allem sich wiedererkennen. Ja, das ist, ja, das ist genau das, so übersetzt Neumann, ja. Also von daher kommen wir zum Verständnis auch des anderen. In dem Maße, wie wir uns verstehen und unser Geworfensein und Geschobensein merken von den Trieben des Herzens, in dem Maße verstehen wir den anderen. Verständnis. Und das Verständnis folgt ganz, ganz natürlicherweise Nachsicht. Wir werden auch mit uns Nachsicht haben und haben müssen. Wir sind verkrampft, solange wir mit uns nicht Nachsicht haben. Nachsicht heißt nicht alles laufen lassen, hemmungslos sein, sondern was noch nicht geht, das geht noch nicht. Das muss noch gelernt werden. Wir trauen uns ja auch nicht zu, in drei Tagen schreiben zu lernen oder eine Sprache zu lernen, sondern in Jahren. Und so müssen wir wissen, bis unser Charakter wirklich geändert ist, das dauert seine Zeit. Aber ohne Arbeiten kommt es gar nicht. Nachsicht heißt nicht, nicht arbeiten wollen, sondern nicht zu viel von sich verlangen. Nicht zu viel Wirkung schon von sich verlangen. Das ist meistens Hochmut. Man will schon wer sein. Man soll sich bekennen zu dem, was man ist. Und dann sagen, jetzt aber soll es ein bisschen sauberer werden. Langsam, aber sicher. Ohne Hast, aber ohne Rast. Beharrlich sich auf den Fersen sein. Damit sind wir auch schon etwas zum Dritten gegangen. Aber nochmal das Zweite. Durch Verständnis, was wir für uns selber gewinnen, weil wir den Zusammenhang sehen und uns selber allmählich finden und entdecken und merken, was uns treibt, wie das so in uns alles läuft. Von daher gewinnen wir Verständnis auch für die anderen, weil es da ja ebenso treibt. Und aus dem Verständnis gewinnen wir für uns und für andere Nachsicht. Für die ganze Welt Nachsicht, für alles Geschehen. Wir können gar nicht mehr den Finger erheben, das geht gar nicht mehr. Sondern wir wissen, jeder muss so handeln, wie er handelt, weil er so diese Antriebe hat, die er hat.
Wie ein Bach nicht aufwärts rollen kann, es geht nicht, nur abwärts, so kann kein Mensch dahin rollen, wo er meint, dass da Leiden wäre, sondern immer nur, wo er meint, dass davon Wohl käme. Dann muss er wollen. Und nur in dem Maße, wie wir jemandem helfen, dass er jetzt die Wohlerreichung woanders sieht als vorher. Nur in dem Maße helfen wir ihm richtig. Und daraus also aus Verständnis und Nachsicht hebt sich auf alle Kritik und nimmt zu diese brüderliche Einstellung. Es ist gar kein Unterschied mehr zwischen ihm und mir. Es ist nur der Unterschied, dass bei einem Ort ich gesagt wird und bei dem anderen Ort du gesagt wirst. Aber die Gesetze, die da wirken, sind überall genau dieselben. Genau dieselben. Die Anschauung hat den Geist geprägt. Der so und so geprägte Geist muss so und so Bezug schaffend und bezuglösend denken. Davon muss die Psyche so werden, wie sie wird. Und wie die Psyche ist, so muss das Handeln sein, ergreifen. Befriedigung. Wir können nicht handeln gegen starke Triebe. Erst wenn die Triebe abgeschwächt sind. Also das ist das zweite der drei Dinge, die alleine uns vorwärts bringen können, nachdem wir die Wahrheit mal intellektuell aufgenommen haben. Das erste war weisheitliche Betrachtung in den mancherlei Wegen. Und das zweite ist jetzt liebendes Verständnis für alle Umwelt. Wir sagen noch Mensch und Tier. Man hört mal, eines Tages hört man mal auf zu sagen Mensch und Tier. Bald zieht man noch die jenseitigen Wesen hinzu, aber eines Tages sagt man da gar nichts mehr, die äußeren Formen, sondern man sieht, wo Psyche ist, da ist Getriebenheit. Das sind nur graduelle Psychenunterschiede. Das sind keine wesentlichen Unterschiede. Verständnis, Nachsicht, Freiheit von Kritik, Liebe mit allem, mehr und mehr. Das kann man sich nicht erzwingen, aber in dem Maße, wie man das Geworfensein bei sich selber sieht, kommt das zwangsläufig, wird man dazu veranlasst, innerlich, immer wieder. Und dann soll man auch es bewusst einbauen in sein Bemühen. Verständnis und Nachsicht für den Nächsten. Und das Dritte ist, dass wir ganz bewusst die guten Sitten, die guten Weisen, die Gabensweisen, die der Erwachte ausdrücklich nennt, uns aneignen. Langsam aber sicher hineinwachsen. Das ist etwas anderes als das Zweite. Das Zweite ist nur eine aufmerksame Zuwendung zu dem Getriebensein des Du. Das ist auf dem Boden des Empfindens, des Mitempfindens, statt Hass, Liebe und so weiter. Statt Kritik, Verständnis, das ist nur hin und her. Aber jetzt geht gute Sitten, das ist etwas anderes. Das ist, dass man bestimmte Dinge um keinen Preis tue. Mag noch so sehr Begehren in mir sein, aber deswegen dem Nächsten das Nehmen, was mir nicht gehört, gegen seinen Willen ihm nehmen, das um keinen Preis und so weiter. Oder diese verschiedenen Dinge, die der Erwachte nennt, töten, stehlen, ausschweifen. Das heißt, in andere Ehen einbrechen, lügen und dann fünftes Rauschmittel nehmen, weil Rauschmittel einen im ganzen lahm machen, sodass man dann auf allen anderen Gebotsgebieten auch wieder versagt. Die fünf primitivsten Regeln, also ersten Regeln, die da erwarten, sind diese. In jeder Weise töten vermeiden. Also auch Mücken, was es auch sei, töten, vermeiden. Im Tun jetzt geht es darum. Und stehlen, dem anderen etwas entwenden gegen seinen Willen. Wo man weiß, es gehört ihm und er würde es nicht wollen. Was anders ist bei Brüdern oder bei solchen, die brüderlich miteinander leben. Wo kein gehört mir, gehört dir, wo es das nicht gibt und so. Und wo man weiß, der will das, nicht wo man weiß, der würde es auch mir nehmen, das ist kein Maßstab dafür, dass ich auch ihm nehmen darf. Sondern nur wenn ich weiß, der ist ganz damit einverstanden. Das darf ich, der freut sich sogar, wenn ich so selbstverständlich das mit in Anspruch nehme oder so.
und wo man sicher ist, dass es auch so ist und wo es sich nachher auch bestätigt, nicht wo man sich das so einredet, um es nehmen zu können. Das ist Töten, Stehlen und Ausschweifen. Und als viertes im Reden, das sind drei Dinge im Handeln. Als viertes im Reden, Lüge. Das heißt also, Lüge ist immer nur wissentlich. Unwissentlich ist keine Lüge, das ist Irrtum. Und wissentlich, das heißt doch, da steht jemand vor mir und während ich weiß, die Sache ist so und so, sage ich ihm ins Gesicht was anderes. Damit zerreiße ich mich ja, meine innere Einheit. Wissend, dass es nicht so ist, sage ich ihm das anders. Wer das mir bedenkt, der bekommt eine Scham der Lüge gegenüber. Es gibt zwei Antriebe zum Lügen. Einmal, weil man einer sehr unangenehmen Sache ausweichen will, oder weil man etwas Angenehmes, was man sehr brauchen glaubt, haben will. Wem es aber gelingt, das Lügen selber sich als eine ganz unangenehme Sache zu machen, als eine ganz unwürdige Sache, der ist damit gewappnet gegen Lügen. Das sind also feste Zäune. Der Erwachte sagt noch nicht Begehren meiden, alles begehren lassen, so nicht, aber dem Begehren und dem Hassen nicht so weit folgen, dass es dadurch zum Töten kommt, sei es Tiere, zum Stehlen kommt, zur Ausschweifung kommt, zur Lüge kommt. Und dieses Rauschmittel ist für sich selber, um Rückgrat zu gewinnen. Ohne Rückgrat, ohne innere Festigkeit bei heilsamen Dingen können wir gar nicht uns seelisch und geistig entwickeln. Aber Rauschmittel sind gerade die, die das Rückgrat der Menschen nehmen. Es geht in allen Religionen, wird von der heiligen Nüchternheit gesprochen. Die Dinge klar so sehen, wie sie sind. Seine Psyche so erleben, wie sie ist. Nur dann gehen wir dem Übel an die Wurzel und werden die Psyche echt wandeln. Rauschmittel lösen Scheinwirkungen aus. Es gibt ja unterschiedlichste Rauschmittel. Das ist ganz klar. Gerade in Asien, wo die Regeln gegeben sind, da gibt es ja alle die Rauschmittel, die erst in jüngerer Zeit nach hier kommen. Doch waren sie alle ja schon länger bekannt, von da kommen sie ja. Ob sie da in dem Maße benutzt worden sind, wie sie heute hier benutzt werden, das ist eine ganz andere Frage. Das sind die fünf Dinge, damit fangen die sogenannten guten Sitten an. Damit wer sich diese auferlegt, danach zu leben, sich bemüht, der wird merken, dass er damit erst richtig in seinem Wesen Kontur bekommt. Wir wissen ja, was damit gemeint ist, Kontur. Klare Abgrenzung. Das bin ich und das bin ich nicht. Das tue ich, aber das tue ich nicht, um keinen Preis. Ich kann auch nicht sagen, um keinen Preis will ich kein Begehren mehr zulassen. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich könnte mir auferlegen, um keinen Preis will ich aus Begehren töten. Stehlen, ausschweifen und so weiter. Das so kann man, oder lügen. Irgendwann wird jeder, bei dem die Lehre fruchtbar geworden ist, irgendwann werden diese Dinge bei ihm anwachsen und wird er aus diesen Dingen heraus mehr und mehr leben. Ja, wegen der Rauschmittel noch. Es wird ja allgemein gesagt, dass es eine Bewusstseinserweiterung wäre, wenn man diese Rauschmittel nehme, dass man also die Psyche viel besser kennenlernen würde, als wenn man diese Mittel nicht nehmen würde. Ja, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Es wird allerlei gesagt. Also ich sage, dass einer der erfahrenste der ganzen Menschheit, der Erwachte, der der gesamten Rückerinnerung hat, der die gesamten Leben kennt und alle Wirkungen, alle Mittel kennt, der empfiehlt, dringend von allen Rauschmitteln zu lassen. Und es gibt keinen fruchtbaren Nachfolger ab einem bestimmten Grad, der Rauschmittel nimmt. Ab einem bestimmten Grad ist es wirklich nicht möglich, dass einer, der Rauschmittel nimmt, jetzt zur Lehre kommt
und noch irgendeine Zeit lang, sei es Alkohol oder was es auch sei, es noch so macht und aber doch die Lehre bei ihm fruchtbar wird, das ist möglich. Aber irgendwann kommt es, irgendwann kommt die Entscheidung. Dann entweder merkt er, nein, mit diesen Mitteln wird das hier bei mir nicht fruchtbar. Immer wieder bin ich bei denselben Klippen und versage. Und wenn ich die Mittel genommen habe, sehe ich die Klippen nicht, ist alles ganz heiter. Und nachher stehe ich doch wieder vor den Situationen. Entweder er sieht, ja so sieht der echte Selbstkritik, wird es eines Tages so sehen. Und dann geht es für ihn um die Entscheidung. Weiterhin die Mittel und kein Vorwärtskommen oder Vorwärtskommen und die Mittel lassen. Ich habe das in den 20 Jahren jetzt bei vielen Freunden erlebt. Sei es Nikotin, sei es Alkohol, sei es andere Mittel. Immer wieder kam es, dass sie im Laufe der Zeit sagten, ich merke, jetzt ist das dran, dass ich das lassen muss. Sonst komme ich nicht über diesen Knack weiter. Und wo wir im Zweifel sind, da können wir sagen, der, von dem wir das alles wissen, was wir jetzt eingesehen haben, und habe mancher von uns noch längst nicht alles eingesehen, aber ich glaube, jeder hat gemerkt, jeder von uns, der hier ist, hat gemerkt, das ist die erste Lehre, die am meisten Hand und Fuß hat von allen Lehren, die er bisher gehört hat. Sie gibt die klarste Auskunft über das Wesen des Menschen, was man nur irgendwo, irgendwie in der Welt finden kann. Selbst wenn einer die Lehre nicht hundertprozentig gleich versteht oder gleich anerkennt und so weiter, selbst wenn manche von uns noch manche Dinge offen lassen, ja, auch das habe ich noch nicht ganz gefasst und so weiter. Was wir gefasst haben, davon sehen wir, das hat Hand und Fuß. Wollten Sie, Herr Flint? Ach so, schön. Ja, das sind die drei Dinge, wir nennen es sozusagen den Dreifuß des guten Wachstums. Auf dem können wir uns entwickeln. Wir haben ja gemerkt, wie wichtig die Orientierung ist. Die haben wir uns ja hier hauptsächlich jetzt erarbeitet. Aber die Orientierung ist eine hauchdünne Bleistiftskizze, fast unsichtbare Bleistiftskizze in unserem Geist. Und unser Geist hat noch knallig bunt die falschen Bilder. In jeder nächsten Situation stellen sich zuerst die bunten Bilder ein. Lassen Sie jetzt mal Ihren Liebsten gestorben sein und Sie sehen ihn dann da liegen und so weiter. Dann werden Sie merken, welche Bilder stärker in Ihrem Geiste sind und welche schwächer sind. Sie können dann sich konzentrieren auf diese Bleistiftskizze des wahren Angriffes, die wahren Werte und so weiter, können Sie sich konzentrieren. Aber ohne Konzentrieren finden Sie den rechten Anblick der Dinge nicht. Von selber stellen sich immer noch die viel aufdringlicher falschen Anblicke ein, die Sie im Geiste noch haben. Erst durch häufiges zur Ordnung rufen, häufige Sammlung und so weiter, und das nennen wir weisheitliche Betrachtung, die bewirkt, dass das Wissen, was jetzt mit Bleistift ganz dünn im Geiste ist, immer mehr nachgezeichnet wird. Immer mehr nachgezeichnet wird, allmählich sogar ausgefärbt wird und so weiter. Und die bunten Bilder, die irrigen Bilder, die nur vom Gefühl besetzt so eingezeichnet worden waren, die werden immer mehr ausradiert, auf zweierlei Weise. Einmal von der Einsicht, die da sagt, das sind falsche Bewertungen, vom Gefühl sind die gekommen. In Wirklichkeit ist die Sache übel, das ist die eine Weise. Und im Laufe der Zeit mindern sich ja unsere Triebe, die auf diese Dinge gerichtet sind. Und darum werden, wenn die Dinge erlebt werden, nicht mehr so starke Gefühle bei den Erlebnissen kommen. Und bei den besseren Erlebnissen kommen stärkere Gefühle. So auch, das ist der andere Weg, wodurch der Geist ganz allmählich, langsam, aber sicher durchsetzt wird mit Wahrheit. Weisheitliche Betrachtung. Aber das geht nicht ohne die beiden anderen Dinge. Durch Verständnis für jetzt alles Lebende. Indem man einfach weiß, wo Gefühl ist, da ist Leiden. Das Grundkriterium des Lebewesens ist ja, dass da Gefühl ist. Geistig sind große Unterschiede zwischen hohen Gottheiten und Tieren und Bakterien und Dämonen und so weiter. Aber überall ist Gefühl. Und überall ist Sehnsucht nach Wohlgefühl. Das muss unser Leitmotiv sein beim Umgang mit den Wesen. Von Wehe zum Wohl verhelfen. Nicht Wehe tun, sondern Wohltun. Das ist das zweite Grundlage. Und das dritte, gute Sitten, sich selber ein Rückgrat aneignen.
eine innere Festigkeit, einen stählernen Grundstab des Wesens sozusagen, der uns nicht mehr anders sein lässt als in diesen Grenzen, in diesen irrsten äußeren Grenzen.